Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme Hitman Absolution. So, und hier wollen wir uns die nächste Sequenz doch mal angucken. Wir starten dann auch gleich. Sequenz, komm, da kommt doch jetzt sicher eine Sequenz. Ich wäre traurig, wenn nicht. Dauert nur irgendwie gerade ein bisschen länger, warum auch immer. Boah, da geben wir dem halt mal kurz seine Zeit. Ja, irgendwo spinnt er jetzt gerade ein bisschen. Ich weiß ja auch nicht. Dem, 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 dem. Dem, 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 da, la, 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 la. Ist die Sequenz denn endlich da? Nein, ist sie nicht. Ja, aber hier kann ich schön die Maus, kann ich schön bewegen. Das ist auf jeden Fall mal was. Ne? Oh, nice. Schicker Wagen. Auf jeden Fall. Oho. Lecker. Saus Dakota. Vergesst nicht zu tanken, der schluckt bestimmt gut Sprit. Boah, man steht vor lauter Gedudel nicht, was gesagt wird. Was ist da los? Na, der berüchtigte Body. Ich hoffe, Sie haben einen guten Grund, mich hier rauszuschleppen. Hey, ich bin hier, weil ich Ihnen meine Hilfe anbiete. Es geht um diese Entführung. Ich fürchte, Sie haben keine Ahnung, mit wem Sie sich da anlegen. Ach, Birdie, warum so besorgt? Lassen Sie sich mal ansehen. Kann ich so einem Gesicht trauen? Dame ist tot. Dank diesem Glatzkopf. Und das bedeutet, dass Sie jemanden brauchen, der sich auskennt. Und da gibt's keinen besseren als mich. Habe ich recht? Nein, da irren Sie sich gewaltig, denn ich habe das Mädchen. Ich brauche Sie also gar nicht, oder? Warten Sie, warten Sie, warten Sie. Bleib cool, Mann. Sie müssen mir zuhören. Also... Sie verstehen mich ganz. Wenn Sie den Meistbietenden suchen, dann kann ich den beschaffen. Sowas kann ich gut machen. Ach, wirklich. Glauben Sie mir. Ich würde Ihr Telefon nicht abhören, ha? Oh, hey, Scheiße. Hey. Ach ja, ein herrliches Dodi, wer ist... wie war Ihr Name doch noch gleich? Jade. Wer ist Jade? Fick dich! Nein, das war die falsche Antwort. Ich liebe dieses Hirn. Hier kann ein Mann wirklich alles werden, vorausgesetzt er hat das Hirn und die Eier dazu. Okay, okay, okay. Die alte so eine Agency schlafen. Die Agency? Heißt das, es gibt eine Verbindung zwischen der Agency und Victoria? Ja. Was ist los? Das sind sehr gefährliche Leute, Mann. Wie finden Sie, wenn Sie sie verarschen? Aber wenn ich Ihr Mittelsmann wäre, dann verstehen Sie den nicht. Wenn die bereit waren, sogar einen Killer zu bezahlen, dann ist sie doch bestimmt Millionen wert. Millionen! Ich überleg's. Jetzt verschwinden Sie, Birdie. Sie haben mir sehr geholfen. Aber wenn ich Ihre Visage noch mal sehe, dann begrabe ich Sie auf der Stelle.
Das verspreche ich. Ich halte mein Wort. Alles gut, Mann. Alles gut. Begrab ihn doch einfach gleich. Du denkst so, du kannst mich abservieren, was? Daraus wird nichts, Mann. Ich habe eine Überraschung für dich. Genauer gesagt, ich habe eine Überraschung für alle. Holla. Die Fee. Also die Musik nervt mich gerade ein bisschen. Ne? Drückt mir so hart auf den Ohren. Lenny. Part 2. Welcome to Hope. Holla, die Fee. Haben wir jetzt endlich... Geht's jetzt endlich weiter? Hat er davon das Auto abgestellt? Sehr schön. Ob wir den Wagen nochmal wiedersehen? Ach, ja. Super. Zum Barmann gelangen, ja. Also erstmal umschauen und zwischendurch mit lauter Musik fertig und schon geht's mit Musik weiter. Ich muss da nochmal gucken, ne? Lautstärke Musik so weit runtergedreht und ich drehe es jetzt noch ein Stückchen weiter runter. Ne, Lautstärke Stimmen ganz oben. Es ist einfach Wahnsinn. Aber ich glaube, das war bei den zwischen Sequenzen dann immer so, dass die einfach laut und dröhnend waren. Ich weiß nicht genau. Ansonsten. Hey Kleiner, kann ich dir irgendwie helfen? Mach mal, hat das wirklich hier überhaupt einen Einfluss auf die Musik? Ich raff das nicht. Audio. Wenn ich das jetzt hier so weit runter mache, wie geht. Ich warte nur auf meinen Partner. Dann ist immer noch Musik da, ich verstehe das nicht. Und vor allem, ja, mit den Zwischengrenzen, das scheint mir wohl irgendwie so zu sein. Ausrüstung kaufen. Hä? Wirklich keinen Unterschied. Was zum Geier? Was zum Geier? Also ich hasse das bei solchen Spielen, ja. Also ich meine, bei den Zwischensequenzen scheint es mir ja irgendwie so zu sein, dass das vordefiniert ist, alles zack, da lässt sich nichts verändern. Aber okay, es geht auch hier die Musik, die ist halt einfach, die ist halt einfach da. Ausrüstung eben. Geschäftsausstattung. Hey Arschloch, verstehe, du bist ein Geschäftsmann. Fände ich das schon ein bisschen blöd. Okay, dann pass schön auf dich. Ich nehme jetzt erstmal eine Flasche, einfach mal, damit ich eine hab. So. Hä? Bitte was? Ich hab mir eine Flasche genommen und hab wieder auf... Oh, was ist da los? Zum Barmann gelangen, ja? Ich möchte diese Flasche haben, so. Und die packe ich jetzt weg. Warum hat er da jetzt den gepackt und weg? Hä? Ich hab nichts gedrückt. Ich schwöre. So, hier. Okay, lauter gelb markierte Leute zum Barmann gelangen. Wo ist denn der Barmann? Normalerweise. An der Bar. Gibt's hier irgendwo? Hey, da gibt's ein Scheißhaus. Nice, was ist denn das? Hebel ziehen. Das sollte eine Reaktion provozieren, ja. Oh, hallo, wie geht's denn so? Beschissen. Oh, einen kleinen Lüftungsschacht haben wir hier auch. Aber schau mal, nein, wir gehen da jetzt nicht rein. So, oder habe ich versehentlich auf Q gedrückt? Oh. Der Türsteller wird nicht gerade freundlich mit Fremden umgehen. Hey, kein Interesse, okay? Ah ja, ich hab direkt ein Eindringen, alles klar. Hula-Mädchen, ja. Das ist kein öffentlicher Bereich. Vergiss es. Kneipenschlägerei.
Lol. Verkleidung freigeschaltet. Gut, jetzt könnte ich hier rein. Oh Mann, diese Musik. Ne? Option, nein, Kontrollpunkt. Ich möchte das gerne anders. Hm. Da ich ja hier nicht einfach nein gelassen werde, steht da eigentlich. No Stuge, no. Okay. Okay. Gut. Für frische Luft sorgen. Was? Hä, was? Ich will aber gar nicht. Oh Mann, muss ich jetzt hier wirklich mich prügeln? Oh. Quicktime-Events, wie ich sie hasse. So, kann ich jetzt hier einfach vorbeilaufen? Oh, come on. So, lasst ihr mich jetzt mal. So, ich soll ja irgendwie da hinten hinkommen. Also, gut, es wäre ja sicherlich. Ach komm, die prügeln sich gerade gegenseitig. Aber und wenn ich nahe komme, dann. Ja, gegen den zweiten ist auch gleich noch, oder was? Nein. Komm, lass mich doch einfach durch. Ich gehe einfach nur hier ganz normal, gemütlich lang. Och, come on. Champion freigeschaltet, ja. Fick dich. Oh. Du musst schön die richtigen Tasten drücken. Ich hasse. Och nein, schon wieder. Ja, und auf die Fresse. Komm, ich sehe hier nicht aus wie auch nur irgendjemand von euch. Ne? Oh. Oh, das. Der Barmann, er weiß über Lenny Bescheid. Gut, wir gehen zum Barmann. Wertung geändert, ja. Mit dem Barmann reden. Ach, guck mal, jetzt auf einmal die Musik weg, geil. Mein Friseur. Jeden Tag um Schlag 12. Hey, Kumpel. Was macht das Landleben? Sind die Leute nett zu Ihnen? Gehen Sie bei Gelegenheit mal in McGarmans Waffenladen. Hab ein kleines Geschenk für Sie. Ich weiß ja nicht so recht, was ich von dem Typen halten soll, ne? Willkommen in Hope. Ja, geil. War das jetzt das komplette Level, oder was? Willst mich veräppeln? Nächster. Ja. Geil. Das war das komplette Level? Okay. Ja, ich hätte da wohl ein paar Waffen aufsammeln können und lauter so ein Zeugs. Und. Ja. Ein paar andere Sachen. Boah. Ja, ich hab hier. Das Hula-Mädchen. weiter. Das wird Sie interessieren. Sogar sehr interessieren. Was?
ein Geschenk von einem alten Kontakt. Er war einige Jahre unsichtbar. Codename Birdie. Wenn ich den Codenamen Birdie hätte, würde ich auch anzwitschern. Was er will. Finden Sie 47, egal wie. Finden Sie 47, egal wie. Irgendwie fange ich gerade an, dieses Spiel zu hassen. Weiß nicht genau warum. Aber. Ich finde es irgendwie ziemlich kacke, dass die scheiß Zwischensequenzen einfach von der Einstellung, die man gemacht hat, überhaupt nicht berührt zu werden scheinen. Einfach mal gefühlt volle Lautstärke. Das sind meine. Könnte sie mir nehmen. Sie sehen nicht aus wie ein Dieb. Diebstahl wäre es nicht. Tja. Ich sag Ihnen was. Schießen Sie besser als ein Mädchen, verkaufe ich Sie. Meinen Sie denn, Sie kriegen das hin? Kommt ganz auf das Mädchen. Die Auge hätte keine Chance gegen meine Mimi. Mal sehen, was sie kann. Okay. Meine Silberballs sind sicher verwahrt, ja. Du und deine Silberballs.